Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stacking. Auf dem vergoldeten Dampfschiff. Ich glaube, wir sollten uns jetzt mal unserer Aufgabe widmen, ja, und versuchen, hier eine Meuterei einzuzetteln. Und ich gucke jetzt einfach mal, wo ich lang gehen muss. Und unterwegs kann ich, ja, Mist, der ist zu groß. Vielleicht ja auch noch mal in jemanden reingehen. Da bin ich nicht so klein, so. Weiter geradeaus. Ich folge jetzt einfach mal dem Weg. Ich weiß nämlich nicht genau, wo ich hin muss. Ich glaube nach oben erstmal zum Kapitän. Oh. Gut. Ich gehe einfach mal nach ganz oben und dann gucke ich, was der Wegweiser mir sagt. Aha. Ah, ich muss da durch. Durch dieses Loch. Okay, dann muss ich mich doch wieder verkleinern. Jetzt passe ich da ja gar nicht durch. Der kleine Charlie. Haha, Geheimgang. Benutze die Abenteurer, um an den Wächtern vorbeizukommen. Ah, jetzt kann ich auch in die Reihen hüpfen. Das ist doch cool. Was gibt's hier noch? Nix. So. Hallo, Doktor Exakt. Nice, was kann der messen? Okay. Professor Ramses kann mumifizieren. Ach, andere. Das ist cool. Gibt es jetzt hier auch wieder verschiedene Möglichkeiten, dran vorbeizukommen, oder was? Es kann nur einen geben. Ich bin überzeugt davon, dass es nur einen geben kann. Wenn es nur einen geben kann, bist du es wahrscheinlich nicht. Was ist, wenn ich den mumifiziere? Hahaha, deine Bemühungen können sich mit meinem Willen nicht messen. Okay, das funktioniert nicht. Gehen wir mal in den rein. Das ist der Jäger Darby. Korkenschießen. Ah! Ha, wie lange wirst du durchhalten, um mich zu besiegen? Heißt das, ich brauche den für, Moment, wie ging das nochmal? Mit Caps Lock? Komme an dem Wächter vorbei. Ach, guck mal. Das ist jetzt auch eine Herausforderung. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, okay? Kapriolen. Hier. Stuart knallen. Muss ich dafür vielleicht hier diesen Typen benutzen? Und für gut eingepackt vielleicht den Mumientyp? Hm. Das wäre ja praktisch. So, jetzt haben wir noch Madame Habitant. Habitant. Die kann einschüchtern. Ja, komm, das kriegst du da jetzt hin. Keine Wirkung. Ich bin der Herrscher über dieses Tor. Okay, wie komme ich denn an dem vorbei? Also es kann nur einer eingeben. Okay, der war es nicht. Der ist es auch nicht. Der ist es auch nicht. Dann vielleicht auch der. Oh, deine Größe entspricht für einen Wächter nicht den Vorschriften. Ich weiß, dass ich mich damit nicht messen kann. Du musst es nicht noch sagen. Okay, mit dem hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet, aber da ich ja schon alle anderen ausprobiert hatte. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier durch. Und mit dem Kapitän reden, oder wie? Nee, ach, hier ist der nächste Wächter. Ah. I see. Okay, das heißt, der nächste muss dann vielleicht von dem hier. Aha. Nun macht alles Sinn. Ich mag keine engen Räume. Lass mich hier raus. Tschüss. So, dann holen wir uns den nächsten Abenteurer. Wieso sind das eigentlich alles Abenteurer? Dann schießen wir den mal ab. Plopp. Bam. Das fetzt. Ich habe keinen Treffer landen können. Du gewinnst. So. Dann brauchen wir jetzt noch die holde Dame. Madame Habitant. Die den letzten Wächter mal so richtig einschüchtert. Oder, ja. Man muss jetzt noch nach hier oben gehen. Na. Wir müssen Zahnbürsten benutzen, um das Rohr zu putzen. Oh. Der Baron hat uns ausgetrickst. Hier sind also die ganzen Kinder gefangen.
Dann schüchtern wir jetzt mal schön den Kapitän ein. Die große Meuterei. Yay! Kapitän, bring das Schiff sofort ins Dock zurück. Aber Madame Habitant, der Baron, wenn ich diese Kreuzfahrt beende, wer weiß, was er dann mit mir macht? Ah! Beende sofort die Kreuzfahrt! Juhu, wieder auf dem Schiff. Kann man denn jetzt auch in den Kapitän rein? Das wäre voll gut. Ah, oh. Agatha, ich bin so froh, dass hier nichts passiert ist. Charlie, mir geht's gut, aber unsere Schwester Abigail ist auf dem Zeppelin des Baron gefangen. Die schmeißen alle die Zahnbürste weg. Ich werde einen Weg auf diesen Zeppelin finden und Abby retten. Retten. Ach Mist, jetzt konnte ich das nicht zu Ende lesen. Ach. Kreuzfahrt beendet. Errungenschaft freigeschaltet. Juhu. Du hast die Kreuzfahrt beendet, sowie deine Schwester und die Kinder befreit. Bleibe hier und schaue dich nach Extras um oder kehre zum Bahnhof zurück, um deine Schwester Abigail zu suchen. Das Schiff bleibt jetzt im Dock und du kannst jederzeit wiederkommen. Ach, das ist ja praktisch. Das heißt, man muss gar nicht alles sofort erledigen. So, ich versuche jetzt aber mal... Bonusherausforderungen. Bonusherausforderungen sind optimale Herausforderungen, die du angehen kannst, um weitere Belohnungen zu bekommen. Drücke Space, um jetzt eine zu finden. Okay. Oh. Ja, aber ich wollte jetzt erstmal gucken, ob ich in den Kapitän rein kann. Moment. Achso, da. Erst in dich, und dann in dich, und dann in den Kapitän. Ha, Kapitän Schwung. Der kann Nebelhorn machen. Behalte das für dich, Kapitän. Okay, und ich wollte gucken, ob ich Leute mit dem abschießen kann. Muss ich jemanden Bestimmtes abknallen? Moment, warte. Wie ist nochmal die Kapriole? Ach, hier gibt es noch Herausforderungen. Besorge den Jungs einen Auftritt. Aha. Gucke ich mir gleich an. Es fehlen noch zwei Leute. So. Ach, gut eingepackt. Benutze Professor Ramses, um Figuren zu mumifizieren. Yay, 5 Stück. Stuart knallen. Wer ist denn Stuart? Ach, vielleicht mache ich erstmal die Mumie. Das ist einfacher. Okay, der lässt sich nicht einpacken. Okay, es geht scheinbar nur mit kleineren Figuren. Yay! So, kurz was gucken. Bist du ein Stuart? Das sieht man ja leider nicht, wer jetzt Stuart heißt. Okay, ich versuch's einfach nochmal. Hier so. Bam. Das war nicht nötig. Der ist richtig auseinandergeflogen. Was ist vielleicht so einer mit Weißen? Ah, das ist ein Steward. Okay. Einen Moment, ich reiße mich eben wieder zusammen. Okay. Sind das alle Stewards da auf dem Fahrrad? Kann ich die von hier abschießen? Nee. Um ehrlich zu sein, nicht alle von uns Stewards achten darauf. Was? Ach, hier ist einer. Bleib stehen. Bam. 10 Stück muss ich davon knallen. Ach, die. Also abknallen. Nicht, was ihr jetzt wieder denkt. Die Illusionistenfamilie steht hier immer noch schön parat. Ach, da ist eine. Hallo. Da bist du abgeknallt. Hier steht noch einer rum. Bam. Wenn du nämlich 10 Stück finde. Ich weiß nicht, ob man denselben nochmal abknallen kann. Was ist das denn hier? Kannst du uns helfen, in diesen schicken Club zu kommen? Ach, diese Leute sind das. Ja, wenn ich 10 Stewards geknallt habe. Oder auch nicht. Der Club ist jetzt geöffnet. Besorge den Jungs einen Auftritt. Dreimal. Also 3 Lösungen. Ja, erstmal, ich brauche noch 5 Stewards.
Stuart Little. Da steht einer rum. Hatte ich den schon? Weiß ich nicht. Ja, scheinbar. Okay, dann gehen wir mal. Ach, ich dachte, hier wäre eine Treppe nach oben. Ich weiß nicht, kriege ich die irgendwie da runter? Nur wenn ich einsteige, ja. Dann gehe ich mal nach oben, gucke, ob da noch mehr Stewards auf mich warten. Hier. Das ist der Koch. Aber vielleicht sind hier noch welche am Speisen. Ah, hast du dich versteckt? Tja. Hilft dir auch nichts. Ich hab dich trotzdem abgeknallt. Lalala. Hier war nur der Ankertyp drin und hier nur der. Gut, gut. Ich weiß nicht mehr, von welcher Seite ich jetzt kam. Ich glaube von hier. Vielleicht finden wir ja jetzt noch einen Stuart zum Abschießen. So ein Vogel. Was ist denn da? Ist das vielleicht ein Stuart? Bam. So, noch zwei. Vielleicht gibt es hier oben noch welche. Das war der Putzlappentyp. Einer noch. Wie brutal. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Gibt es hier exakt 10 Stewards auf dem Schiff oder wie? Hier war jetzt keiner mehr. Das ist ja blöd. Hier auch nicht. Aber einen muss ich doch noch finden. Dann habe ich die Kapriole abgeschlossen. Und das heißt alle Kapriolen. Ja. Also. Hier in der Küche wird ja auch keiner rumstehen. Ah, ich weiß, es könnten noch welche unten in den Kabinen sein. Oder hatte ich den schon hier? Ach, nicht die. Du sollst den abschießen. Ich bin noch gar nicht tot. Yay! Errungenschaft freigeschaltet. Maritime Belustigung. Sehr gut. Das heißt, ich habe alle Kapriolen abgeschlossen. Wuhu! So, wo war jetzt diese tolle Lounge? Nee. Also, wir müssen einen Auftritt besorgen. Mal gucken, was wir da machen können. Hier, ne? Hallo. Das heißt, ich kann jetzt in euch reingehen. Bobby Webb, kannst du uns helfen, in diesen schicken Club zu kommen? Ich versuch's, aber erstmal gehe ich noch in dich rein. Billy Webb, Errungenschaft freigeschalten, Figurenfan. Yeah, das heißt, ich habe jetzt alle Figuren vom Schiff. Das ist gut. So, Kanne spielen. Also wahrscheinlich kann ich hier nicht rein, oder? Wir suchen nach Musikern, aber so wie ihr aussieht, kann ich euch nicht reinlassen. Warum nicht? Das ist ja eine Unverschämtheit. Gut, Musiker. Ich glaube, die Geigespielerin ist nicht. Der kotzt erstmal wieder. Ist nicht groß, ist gleich groß, ne? Gut. Dann probieren wir es doch nochmal mit dem Flötespieler. Geht das? Der Rattenfänger hier. Vielleicht lassen sie den ja rein. Hallo. Kann ich hier rein? Wir suchen Musiker, aber wir sind nur an einer Gruppe interessiert. Wie soll ich das denn dann machen? Eine Gruppe Musiker. Und wenn ich. Aber wenn ich vorher in die Geige. Dr. Exakt, das ist doch ein großes Abenteuer. Bleib doch stehen! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So? Idealerweise suchen wir ein Duo, um ein Stück des Landes auf diesen Dampfschiff, auf dieses Dampfschiff zu bringen. Du hast keinen Bruder oder jemanden, der spielen kann, oder? Und wenn ich jetzt Flöte spiele? Ach nee, Geige spiele? Hm.
So? Ja, leider begleitet er mich jetzt nicht, ne? Hm, ein Duo. Ich muss da doch irgendwie reinkommen. Okay. Was ist, wenn ich... Ich brauche mal hier irgendwen, in den ich rein kann. Und dann mit diesem großen Typen hier, da kann er ja die Tür aufboxen. Oder auch nicht, aber vielleicht den Typen. Ach, guck mal, jetzt geht er weg. Und wenn ich jetzt hier reingehe... Okay, aber jetzt... Du und deine Gäste dürft... Was? Also ich komme hier rein, ja? Oder wie? Ah. Die Musiker... Diese Musiker müssen auf die Bühne. Ah, also der Typ kommt auf jeden Fall hier rein. Ich verstehe. Wo sind die denn jetzt? Kleinen Leute, die hier den Auftritt haben möchten. Dann müssen die halt einfach in so einen Typen rein. Hä? Jetzt weiß ich, jetzt habe ich die verloren. Nein! Oder waren die hier? Nee. Also von den Typen hier laufen ja genug rum. Ich weiß nur nicht, ob ich das dann so schnell schaffe. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da hinten.